Auch als Eduard von Liszt, der 6 Jahre jüngere Onkel, schon tot war, kam der Neffe immer wieder zur Witwe des Generalprokurators, er nannte sie Tante General. Dennoch, sein 50-jähriges Künstlerjubiläum wurde 1873 in Budapest gefeiert und nicht in Wien. Dabei sah sich Liszt wohl nicht als Wiener, zwar als Zigeuner, doch eigentlich als Pariser. Denn bald nach dem berühmten Konzert des Jahres 1823 mit dem angeblichen Weihekuss Beethovens hatten die für ihn so wesentlichen Jahre in Paris begonnen.